83. Seinesgleichen geschieht. Oder warum erfindet man nicht Geschichte? Was hätte Ulrich eigentlich Clarisse sagen können? Er hatte es verschwiegen, weil sie in ihm eine eigentümliche Lust erregt hatte, das Wort Gott auszusprechen. Er hatte etwas sagen wollen: Gott meint die Welt keineswegs wörtlich. Sie ist ein Bild, eine Analogie, eine Redewendung, deren er sich aus irgendwelchen Gründen bedienen muss. Und natürlich immer unzureichend. Wir dürfen ihn nicht beim Wort nehmen. Wir selbst müssen die Lösung herausbekommen, die er uns aufgibt. Er fragte sich, ob Clarisse einverstanden gewesen wäre, das wie ein Indianer- oder Räuberspiel aufzufassen. Sicher. Wenn einer voranginge, sie würde sich an seine Seite drücken wie eine Wölfin und scharf aufpassen. Aber er hatte noch etwas auf der Zunge gehabt. Etwas von mathematischen Aufgaben, die keine allgemeine Lösung zulassen, wohl aber Einzellösungen, durch deren Kombination man sich der allgemeinen Lösung nähert. Er hätte hinzufügen können, dass er die Aufgabe des menschlichen Lebens für eine solche ansah. Was man ein Zeitalter nennt, ohne zu wissen, ob man Jahrhunderte, Jahrtausende oder die Spanne zwischen Schule und Enkelkind darunter verstehen soll, dieser breite, ungeregelte Fluss von Zuständen würde dann ungefähr ebenso viel bedeuten wie ein planloses Nacheinander von ungenügenden und einzeln genommen falschen Lösungsversuchen, aus denen erst, wenn die Menschheit sie zusammenzufassen verstünde, die richtige und totale Lösung hervorgehen könnte. In der Straßenbahn erinnerte er sich auf dem Heimweg daran. Einige Leute fuhren mit ihm der Stadt zu. Und er schämte sich ein wenig vor diesen Menschen, solcher Gedanken. Man konnte es ihnen ansehen, dass sie von bestimmten Beschäftigungen zurückkamen oder sich zu bestimmten Vergnügungen begaben. Ja, man sah schon an ihrer Kleidung an, was sie hinter sich hatten und davor hatten. Er betrachtete seine Nachbarin. Sie war sicher Frau, Mutter, gegen 40 Jahre alt. Sehr wahrscheinlich die Gattin eines akademischen Beamten. Und hatte ein kleines Opernglas im Schoß liegen. Er kam sich mit seinen Gedanken neben ihr wie ein spielender Knabe vor. Sogar wie ein nicht ganz anständig spielender Knabe. Denn ein Gedanke, der nicht einen praktischen Zweck hat, ist wohl eine nicht sehr anständige, heimliche Beschäftigung. Namentlich aber solche Gedanken, die ungeheure Stellschritte machen. Und die Erfahrung, nur mit winzigen Sohlen berühren, sind unordentlicher Entstehung verdächtig. Früher hat man ja wohl von Gedankenflug gesprochen, und zur Zeit Schillers wäre ein Mann mit solchen hochgemuten Fragen im Busen sehr angesehen gewesen. Heute dagegen hat man das Gefühl, dass mit so einem Menschen etwas nicht in Ordnung sei, wenn das nicht gerade zufällig sein Beruf ist und seine Einkommensquelle. Man hat die Sache offenbar anders verteilt. Man hat gewisse Fragen den Menschen aus dem Herzen genommen. Man hat für hochfliegende Gedanken eine Art Geflügelfarm geschaffen, die man Philosophie, Theologie oder Literatur nennt. Und dort vermehren sie sich in ihrer Weise immer unübersichtlicher. Und das ist ganz recht so. Denn kein Mensch braucht sich bei dieser Ausbreitung mehr vorzuwerfen, dass er sich nicht persönlich um sie kümmern kann.
Ulrich in seiner Achtung vor Fachlichkeit und Spezialistentum war im Grunde genommen entschlossen, nichts gegen eine solche Teilung der Tätigkeiten einzuwenden. Aber er gestattete sich immerhin noch, selbst zu denken, obgleich er kein Berufsphilosoph war. Und augenblicklich malte er sich aus, dass das auf den Weg zum Bienenstaat führen werde. Die Königin wird Eier legen, die Drohnen werden ein der Wollust und dem Geist gewidmetes Leben führen und die Spezialisten werden arbeiten. Auch eine solche Menschheit ist denkbar. Die Gesamtleistung möchte vielleicht sogar gesteigert werden. Jetzt hat jeder Mensch sozusagen noch die ganze Menschheit in sich. Aber das ist offenkundig schon zu viel geworden und bewährt sich gar nicht mehr. So dass das Humane schon fast der reinste Schwindel ist. Es kämpfe den Erfolg vielleicht darauf an, bei der Zerteilung neue Vorkehrungen zu treffen, damit in einer besonderen jener Arbeitergruppen vielleicht auch eine geistige Synthese entsteht. Denn ohne Geist, Ulrich wollte sagen, dass es ihn nicht freuen würde. Aber das war natürlich ein Vorurteil. Man weiß ja nicht, worauf es ankommt. Er rückte sich zurecht und betrachtete sein Gesicht in der seinem Sitz gegenüber befindlichen Glasscheibe, um sich abzulenken. Aber da schwebte nun sein Kopf in dem flüssigen Glas. Nach einer Weile wunderbar eindringlich zwischen innen und außen und verlangte nach irgendeiner Ergänzung. War eigentlich Balkankrieg oder nicht? Irgendeine Intervention fand wohl statt, aber ob das Krieg war, er wusste es nicht genau. Es bewegten so viele Dinge die Menschheit. Der Höhenflugrekord war wieder gehoben worden, eine stolze Sache. Wenn er sich nicht irrte, stand er jetzt auf 3700 Meter und der Mann hieß Zhu. Ein Negerboxer hatte den weißen Champion geschlagen und die Weltmeisterschaft erobert. Johnson hieß er. Der Präsident von Frankreich fuhr nach Russland und sprach von Gefährdung des Weltfriedens. Ein neu entdeckter Tenor verdiente in Südamerika Summen, die selbst in Nordamerika noch nie dagewesen waren. Ein fürchterliches Erdbeben hatte Japan heimgesucht, die armen Japaner. Mit einem Wort, es geschah viel. Es war eine bewegte Zeit, die um Ende 1913 und Anfang 1914. Aber auch die Zeit 2 oder 5 Jahre vorher war eine bewegte Zeit gewesen. Jeder Tag hatte seine Erregung gehabt. Und trotzdem ließ sich nur noch schwach oder gar nicht erinnern, was damals eigentlich los gewesen war. Man konnte es abkürzen. Das neue Heilmittel gegen die Lues machte. In der Erforschung des Pflanzenstoffwechsels wurden die Eroberung des Südpols schienen. Die Steinach-Experimente erregten. Man konnte auf diese Weise gut die Hälfte der Bestimmtheit weglassen. Das machte nicht viel aus. Welche sonderbare Angelegenheit ist doch Geschichte. Es ließ sich mit Sicherheit von dem und jenem Geschehenes behaupten, dass es seinen Platz in ihr inzwischen schon gefunden hatte, bestimmt noch finden werde. Aber ob dieses Geschehenes überhaupt stattgefunden hatte, das war nicht sicher. Denn zum Stattfinden gehört auch, dass etwas in einem bestimmten Jahr und nicht in einem anderen oder gar nicht stattfindet. Und es gehört dazu, dass es selbst stattfindet. Und nicht am Ende bloß etwas Ähnliches oder seinesgleichen. Gerade das ist es aber, was kein Mensch von der Geschichte behaupten kann.
außer er hat es aufgeschrieben, wie es die Zeitungen tun. Oder es handelt sich um Berufs- oder Vermögensangelegenheiten. Denn in wie vielen Jahren man pensionsberechtigt sein wird, oder wann man eine bestimmte Summe besitzen wird oder ausgegeben hat, das ist natürlich wichtig. Und in solchem Zusammenhang können auch Kriege zu Denkwürdigkeiten werden. Sie sieht unsicher und verfilzt aus, unsere Geschichte, wenn man sie aus der Nähe betrachtet, wie ein nur halb festgetretener Morast. Und schließlich läuft dann sonderbarerweise doch ein Weg über sie hin, eben jener Weg der Geschichte, von dem niemand weiß, woher er gekommen ist. Dieses der Geschichte zum Stoff dienen war etwas, was Ulrich empörte. Die leuchtende, schaukelnde Schachtel, in der er fuhr, kam ihm wie eine Maschine vor, in der einige hundert Kilogramm Menschen hin und her geschüttelt wurden, um Zukunft aus ihnen zu machen. Vor 100 Jahren sind sie mit ähnlichen Gesichtern in einer Postkutsche gesessen. Und in 100 Jahren wird, weiß Gott was, mit ihnen los sein. Aber sie werden als neue Menschen in neuen Zukunftsapparaten genauso dasitzen, fühlte er und empörte sich gegen dieses wehrlose Hinnehmen von Veränderungen und Zuständen. Die hilflose Zeitgenossenschaft, das planlos Ergebene, eigentlich menschenunwürdige Mitmachen der Jahrhunderte, so als ob sie sich plötzlich gegen den Hut auflehnte, den er sonderbar genug geformt auf dem Kopf sitzen hatte. Unwillkürlich erhob er sich und legte den Rest des Weges zu Fuß zurück. In dem größeren Menschenbehältnis der Stadt, worin er sich nun befand, beruhigte sich sein Unbehagen wieder zur Heiterkeit. Es war ein verrückter Einfall der kleinen Clarisse, dass sie ein Geistesjahr machen wollte. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt. Warum war das so unsinnig? Man konnte übrigens ebenso gut fragen, warum Diotimas vaterländische Aktion unsinnig sei. Antwort Nummer 1. Weil Weltgeschichte zweifellos ebenso entsteht wie alle anderen Geschichten. Es fällt den Autoren nichts Neues ein. Und sie schreiben einer vom anderen ab. Das ist der Grund, warum alle Politiker Geschichte studieren, statt Biologie oder dergleichen. So viel von den Autoren. Nummer 2. Größtenteils entsteht Geschichte aber ohne Autoren. Sie entsteht nicht von einem Zentrum her, sondern von der Peripherie, aus kleinen Ursachen. Wahrscheinlich gehört gar nicht so viel dazu, wie man glaubt, um aus dem gotischen Menschen oder dem antiken Griechen den modernen Zivilisationsmenschen zu machen. Denn das menschliche Wesen ist ebenso leicht der Menschenfresserei fähig, wie der Kritik der reinen Vernunft. Es kann mit den gleichen Überzeugungen und Eigenschaften beides schaffen, wenn die Umstände danach sind. Und sehr großen äußeren Unterschieden entsprechen dabei sehr kleine innere. Abschweifung Nummer 1. Ulrich erinnerte sich einer ähnlichen Erfahrung aus einer Militärzeit. Die Eskadron reitet in Zweierreihen und man lässt Befehl weitersagen. Üben. Wobei ein leise gesprochener Befehl von Mann zu Mann weitergegeben wird. Befiehlt man nun vorne, der Wachtmeister soll vorreiten, so kommt hinten heraus, 8 Reiter sollen sofort erschossen werden, oder so ähnlich. Auf die gleiche Weise entsteht auch Weltgeschichte. Antwort Nummer 3. Würde man darum eine Generation heutiger Europäer im Alter der frühesten Kindheit in das ägyptische Jahr 5000 vor Christus versetzen und dort lassen, so würde die Weltgeschichte noch einmal beim Jahr 5000 beginnen, sich zunächst eine Weile lang wiederholen und dann aus Gründen, die kein Mensch errät, allmählich abzuweichen beginnen. Abschweifung 2.
Das Gesetz der Weltgeschichte, fiel ihm dabei ein, ist nichts anderes als der Staatsgrundsatz des Fortwurstelns im alten Kakanien. Kakanien war ein ungeheuer kluger Staat. Abschweifung 3 oder Antwort Nummer 4. Der Weg der Geschichte ist also nicht der eines Billardballs, der einmal abgestoßen eine bestimmte Bahn durchläuft, sondern er ähnelt dem Weg der Wolken. Ähnelt dem Weg eines durch die Gassen Streichenden, der hier von einem Schatten, dort von einer Menschengruppe oder einer seltsamen Verschneidung von Häuserfronten abgelenkt wird und schließlich an eine Stelle gerät, die er weder gekannt hat, noch erreichen wollte. Es liegt im Verlauf der Weltgeschichte ein gewisses sich Verlaufen. Die Gegenwart ist immer wie das letzte Haus einer Stadt, das irgendwie nicht mehr ganz zu den Stadthäusern gehört. Jede Generation fragt erstaunt, wer bin ich? Und was waren meine Vorgänger? Sie sollte lieber fragen, wo bin ich? Und voraussetzen, dass ihre Vorgänger nicht anders wie, sondern bloß anderswo waren. Damit wäre schon einiges gewonnen, dachte er. Er war es selbst, der seinen Antworten und Abschweifungen bisher diese Nummern gegeben hatte. Und er hatte dazu bald in ein vorübergleitendes Gesicht gesehen, bald in eine Geschäftsauslage, um die Gedanken nicht ganz von sich fortlaufen zu lassen. Aber nun hatte er sich trotzdem dabei ein wenig vergangen und musste einen Augenblick anhalten, um zu begreifen, wo er war und den nächsten Weg nach Hause zu finden. Ehe er ihn einschlug, bemühte er sich, seine Frage sich noch einmal genau zurechtzulegen. Die kleine, verrückte Clarisse hatte also ganz recht. Man sollte Geschichte machen. Man müsste sie erfinden. Wenn er es auch vor ihr bestritten hatte. Aber warum tut man es nicht? In diesem Augenblick fiel ihm als Antwort nichts als Direktor Fischl von Deloitte Bank ein. Sein Freund Leo Fischl, mit dem er in früheren Jahren hier und da im Sommer vor einem Kaffeehaus gesessen war. Denn der würde ihm in diesem Augenblick, wenn er dieses Gespräch mit ihm statt als Selbstgespräch geführt hätte, in seiner Weise geantwortet haben, Ihre Sorgen in meinem Kopf. Ulrich war ihm dankbar für diese erfrischende Antwort, die er gegeben haben würde. Lieber Fischl, erwiderte er sofort in Gedanken, das ist nicht so einfach. Ich sage Geschichte. Aber ich meine, wenn Sie sich erinnern, unser Leben. Und ich habe doch schon von Anfang an zugegeben, dass es etwas sehr Anstößiges ist, wenn ich frage, warum macht der Mensch nicht Geschichte? Das heißt, warum greift er aktiv Geschichte nur wie ein Tier an? Wenn er verwundet ist, wenn es hinter ihm brennt, warum macht er mit einem Wort nur im Notfall Geschichte? Also warum klingt das anstößig? Was haben wir dagegen? Obgleich es doch ebenso viel heißt wie, dass der Mensch das Menschenleben nicht einfach gehen lassen sollte, wie es geht. Man weiß doch, würde Direktor Fischl entgegnen, wie das geschieht. Man muss froh sein, wenn die Politiker und die Geistlichen und die großen Herren, die nichts zu tun haben, und alle anderen Menschen, die mit einer fixen Idee herumrennen, das tägliche Leben nicht stören. Und im Übrigen hat man die Bildung. Würden sich bloß heute nicht so viele Menschen ungebildet betragen. Und Direktor Fischl hat natürlich recht. Man muss froh sein, wenn man sich in Lombarden und Effekten genügend auskennt und andere Leute nicht zu viel in Geschichte machen, weil sie sich in ihr auszukennen behaupten.
Man könnte, Gott bewahre, nicht ohne Ideen leben. Aber das Richtige ist ein gewisses Gleichgewicht zwischen ihnen, eine Balance of Power, ein bewaffneter Ideenfriede, wovon keiner Seite viel geschehen kann. Er hatte als Beruhigungsmittel die Bildung. Das ist ein Grundgefühl der Zivilisation. Und doch ist nun einmal auch das Gegengefühl vorhanden und wird immer lebendiger. Dass sich die Zeit der heroisch-politischen Geschichte, die vom Zufall und seinen Rittern gemacht wird, zum Teil überlebt hat und durch eine planmäßige Lösung, an der alle beteiligt sind, die es angeht, ersetzt werden muss. Aber da endete das Ulrich-Jahr damit, dass Ulrich inzwischen zu Hause angelangt war.